Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play for You, Episode 4, Stage 8, Burning Tree von Prehistoric Man. Ich muss die letzten drei Level nochmal machen, und das hat überhaupt nichts mit meiner eigenen Dummheit oder sowas zu tun. Doch hat es. Ich habe versehentlich einen Safe State überspeichert. Von daher sind ein paar Sachen anders. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass ich mehr oder weniger Leben habe. Ich denke, dass ich hatte das S von Bonus, also ja, nur als kleine Erklärung. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Burning Tree so mit uns bringt. Okay, das wird witzig. Okay, wundervoll. Das ist jetzt wundervoll. Das Scheißzeug ist ein One-Hit-KO. Level, nein, Leben, 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 Leben. Nein! Ich bin auf die Schüsse. Ich bin auf die vermaledeite Mucke gesprungen, die mich dann katapultiert hat. Oh Gott. Gen Feuer. Das ist ein wundervolles Level, das sehe ich jetzt schon. Und auch das Level erinnert mich wieder stark. Okay. Auch das Level erinnert mich wieder sehr stark an Donkey Kong Country. Donkey Kong Country 3 gab es ein. Boah. Darf ich ausreden? Nein. In Donkey Kong Country 3 gab es ein Level. Bei dem ist man einen Baum hochgeklettert. Oh Gott, das Zeug kann ich nicht holen. Und von unten kam zweidimensional eine Säge hoch. Ich will die Knochen da haben. Vielleicht sollte ich nicht nach den extra Sachen gehen. Oh shit. Da bin ab wenigstens einen Speicherpunkt gehabt. Ich wieder. Wow! Das war praktisch. Okay. Und die Säge ist halt zweidimensional hochgekommen. Irgendwie hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, weil in einer dreidimensionalen Welt würde eine Säge die zweidimensionalen einen Baum hochsägt. Wirklich überhaupt keinen Sinn machen. Das Feuer hier macht tatsächlich mehr Sinn, weil das kann man sich vorstellen, wenn der Baum von außen hin weiter nach oben in Feuer fängt und oh shit. Nein, ich bin die Ruhe selbst. Wie gesagt, da gefällt mir das Feuer auf jeden Fall gerade mehr. Aber wie gesagt, auch wieder. Es ist erstaunlich, wie sehr mich dieses Spiel hier an Donkey Kong Country erinnert. Ich weiß nicht, ob es früher oder später rauskam, weil Donkey Kong Country war ein sehr, sehr später Titel für den Super Nintendo. Einer der spätesten, glaube ich sogar. Das merkt man auch an der Grafik. Die Grafik von Donkey Kong Country ist monströs gut für ein Nintendo-Spiel. Und da war der Super Nintendo fast schon am. Oh, da ist das Ziel. Da war der Super Nintendo fast schon am Ende seiner Ära. Seiner Schreckensherrschaft. Denn dann kam die PlayStation, die auch das Spielen wieder revolutionieren sollte. Okay, ja, gut, 68%. Und der N64, der natürlich. Ah, oh, meine Nippel sind bereit. Stage 9: Burnt Forest. Ich glaube nicht, dass das meine Schuld ist. Okay, das sieht aus wie ein Pfeil. Oh. Okay. Oh, hey. Wow, what a great pyre, eh? Perfect for making rolls of spear with. The pyre has made these trees nice and soft and spears stick in them real easy. I'll bet if you stuck one in real good, you could even stand on it. The chief has you has gone a ball on my head. Keine Ahnung, was er sagt. You've gotta find the tree where he's waiting. Okay. Ich hab Speere und. Aha. Also ich. Aha. Okay, warte mal. Okay, ich hab mir schon sowas in der Art gedacht. Ach Gott, das Zeug hält ja überhaupt nicht. Das. Na, vergiss es. Das wird absolut grauenvoll. Darf die, glaube ich, nicht so hoch? Ja, vergiss es. Warte mal. Mal sehen, wie lange ich noch Speere habe.
Also war zu hoch. Ich glaube, das ist eine Spielmechanik, die haben sie sich nicht so... Okay, es wird grauenvoll. Die haben sie sich nicht so komplett zurecht gemacht. Ha, wie soll ich das machen? Ja, wenn ich zu hoch... Okay, ich erkläre euch die Problematik. Ich werfe einen Speer. Ich kann eine maximale... Erstens, ich kann nicht mehr als zwei Sprünge darauf machen. Das heißt, mit dem ersten Sprung muss ich den zweiten Speer reinhauen. Und dann muss ich mit dem zweiten Sprung darauf landen. Und dann muss ich da wieder mit dem ersten Sprung den nächsten Speer hinsetzen. Und ich darf die nicht zu hoch setzen. Boah, ich drücke nur ganz, ganz klein bisschen auf die... Nee, warte, ich muss es anders machen. Okay, ich habe den ersten Sprung schon versorgt. So. War das zu... Ah, God fucking damn it, aber ich will's machen. Okay, das könnte klappen. Aber es klappt irgendwie. Da ist der zweite Herzcontainer. Es hat sich verfickt noch eins gelohnt. Guck mal das Gesicht, was da los? Krieg ich da neue Speere? Oh, fucking ja. Oh mein Gott, das hat sich ja sau gelohnt. Ich habe vergessen, dass das Stage 9 war mit dem zweiten. I did it, Reddit. Ich habe euch gesagt, ihr müsst mir vertrauen. Ich habe es euch gesagt. I told you, trust me. I know what I'm doing. Warte mal, komme ich da hoch? Theoretisch. Aber das sieht irgendwie ziemlich kompliziert aus. Ist hier unten? Unten ist nix. Okay. Ah. Ha! Fuck you. Spinne. Oh, warte mal, da drüben sieht's so aus, als gäb's tatsächlich. Ach, was ist das denn? Da drüben gibt's was. Willst du mich verarschen? Fuck you, Spinne. Was gibt's da drüben? Knochen? Sind es nur Knochen? One up! Ich habe ein paar Leben. Oh mein Gott, ich habe ein paar Leben gut sein lassen. Oh, das ist ja ein bisschen. Naja, gut. Es sieht nicht so aus. Wow, 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 wow. Es sieht nicht so aus, als wäre es meine Zeit wert. Holy shit, ist diese Waffe schlecht für den Nahkampf. Oder für den. Ja, vergiss es. Nee, nee. Kann ich da irgendwie hoch? Kann ich da irgendwie runter? Also, ich denke mal... Warte mal, das muss ich jetzt herausfinden. Wow, wow, wow. Da kann ich tatsächlich durch. Oh, das geht tatsächlich. Oh, wir haben das B gefunden, das wir vorher schon hatten. Es wundert mich, dass... Wow, vielleicht hätte ich vorher schauen sollen, wo ich hinspringe. Wie komme ich da denn hin? Was ist das denn? Wo geht's hier weiter? Hä? Oh, warte, hier geht's noch tiefer. Hm... Jetzt noch tiefer, das hat sie. Wie komme ich da denn jetzt? Oh. Warte, wir müssen herausfinden, was das bringt. Oh, warte. Ich möchte aber erst hier Safe State ändern. Safe State. Natürlich. Natürlich macht es mir Schaden. Was? Die sehen so aus, als würden sie, oder? Nee, doch nicht. Will ich mal kurz drauf stehen bleiben? Okay, die fallen doch runter. Wer hätte gedacht, dass mir der Totenschädel Schaden macht? Ich hätte gedacht, er ist mir freundlich gesonnen. Da komme ich nicht durch, okay. Aber probieren geht über studieren, liebe Kinder. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ein Pilz genießbar oder tödlich ist, einmal könnt ihr ihn essen. So viel ist sicher. Lebensweisheiten mit Diablo Twix wurde gesponsert von Cyankali Kapseln. Bringen Sie auch Ihr Kind zum Schweigen. Okay. Ich werde hier nie wieder rauskommen. Okay, ich bin doch nochmal rausgekommen. So, was gibt's hier unten? Was gibt's hier oben? What the fuck? Fucking Flughörnchen. Warte, will ich jetzt weiter nach oben oder will ich weiter nach. Gibt's da oben was? Ja, da oben gibt's doch sicherlich was. Oh ja. Ah, shit. Haha. I did it, Reddit. Okay, ich muss damit aufhören. Ich habe mir den Spruch leider komplett angewöhnt und er ist eigentlich komplett grauenvoll. Aber er ist einfach so witzig. Das ist. Wo, was ist das da oben?
Was da oben? Ich habe doch was gesehen. Ah! Okay, da war, glaub, da war auf jeden Fall ein Buchstabe und er war rot, also habe ich den noch nicht. Man könnte mutmaßen, es könnte das O sein. Das ist immer... We did it, Reddit. Das ist so... Der Ausspruch eines Menschen, der auf Reddit unterwegs ist und der absolut nichts gemacht hat in seinem Leben und absolut nichts erreicht hat. Aber wenn irgendwas Tolles in der Welt passiert, dann tut er so, als wäre es sein Verdienst und schreit We did it, Reddit. Oder als wäre es der Verdienst von Reddit. Dann habe ich mir das halt auch so angewöhnt, weil es einfach so bescheuert scheiße ist. Von daher erwartet es noch 100.000 Mal, bis ich mir selbst irgendwann die Kugel gebe. So, oder? Ah ja! Ach, das ist aber herzallerliebst, dass die Spinnen jetzt in die Luft gejagt wurden. Ist nicht so, als könnte ich die nochmal gebrauchen oder so. Es ist ja herzallerliebst. Danke, liebes Spiel. Du warst mir mal wieder eine großartige Hilfe. Seht mir jetzt noch 100 Mal dabei zu, wie ich hier versage. Ihr könnt dann schon mal einen anderen Spieler abonnieren, der dieses Spiel spielt. Warte mal, was ist das denn? Was ist das denn? Okay, das muss ich safe staten. Das schaffe ich nicht. Ansonsten. Ah, guck mal, ich hab's. Habe ich gerade gesagt, ich hab's geschafft? Guck mal, ich hab's geschafft. Ah. Es ist das O. Wenn ich jetzt nochmal einen anderen Safe hätte, hätte ich noch das S. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Fuck you. Fuck you. Usch. Okay. Was ist das? Okay, da ist nichts. Eigentlich will ich herausfinden, ob da noch was ist. Ich glaube, da ist noch was. Da ist hundertprozentig noch irgendwas. Was ist hier drüben? Das ist so doof. Dieses Level. Wow. Okay, was? Ah. Das wird ja witzig. Okay, es ist doch nicht so schlimm, wie ich mir gedacht habe. Aber es ist halt nicht perfekt. Und ich denke, wenn man es als Kind macht, kann man komplett verzweifeln. Der Ast hier oben ist zu hoch. Der Ast hier unten ist zu tief. Dieses Ding ist auf perfekter Höhe, um dem sicheren Tod zu entkommen. Erstmal, ohne nachzuschauen, in den Tod springen. Fucking Flughörnchen! Oh, diese Flugfrettchen sind die schlimmsten Frettchen von allen. Was ist denn das? Wie tief denn noch? Was hat sie gesagt? Okay. Aha! Gibt's da unten noch was? Natürlich gibt's... Warte mal. Nein, okay. Ich hatte irgendwie gedacht, da gibt's was Geheimes dahinter. Yikes! Einfach mal richtig schön den Spinnen ausweichen. Richtig schön. Oh, fick dich bitte doch. Drecksspinne. Bin ich jetzt ernsthaft gegen den Ast geknallt? Dankeschön. Gegen den Baumstumpf, gegen den Baumstamm. Jetzt habe ich es richtig gehört. Gibt's hier oben noch irgendwas? Nope. Okay. Kriege ich noch ein Level rein? Ich glaube, ich kriege noch ein Level rein. Was glaubt ihr? Was denkt ihr, Leute? Sprecht mit mir. Jetzt live im Chat. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Sieht doch ganz hübsch aus. Windy Tree. Oh. Some to get deeper into the forest, we must climb to the top of this tree. The hot air inside is causing a strong updraft, which will help you climb. If I were 10 years younger, I would go up first to show you how it's done. Wenn du 10 Jahre jünger wärst, wärst du immer noch 110 Jahre alt, du alter Spasti, du Lustmolch. But I'm not, so you'll have to do it. Go on, my boy, hurry up. Okay. Muss ich mit dem? Ah, okay. Warte mal. Auch das erinnert mich. Es gab auch in Donkey Kong Country ein Level wie diesen. Bei dem man... anders. Aber es hatte auch damit zu tun, dass man sich mit dem... Wow. Dass man sich mit dem Wind tragen lassen musste. Fucking... Eichhörnchen. Okay.
Sieht bis jetzt ganz gut aus. Oh Gott. Oh oh, ich will die Herzen einsammeln. Brauche ein bisschen was. Ich brauche den Cheese. Boah, ich bin so ein riesiger Fan von Käse. Mit Käse kann man einfach alles in der Welt machen. Du kannst alles mit Käse überbacken und es wird einfach besser. Du kannst Käse mit Käse überbacken und es wird besser. Und das habe ich schon mal in einer anderen Episode gesagt. Aber es ist wichtig, sowas immer zu erwähnen. Genauso Nutella. Du kannst alles mit Nutella überbacken und es wird besser. Käse mit Nutella ist das Beste, was es gibt in der Welt. So. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Nein! Nein! Huren! Mucke, ich hasse es. Das ist etwas, was ich in Videospielen immer gehasst habe. Oh, das schon wieder. Ich will das Leben haben. Wenn man von einem Gegner getroffen wird und man kommt dadurch so viel Recoil, heißt es im Englischen, Recoil Damage. Wie würde man das im Deutschen sagen? Also einfach diesen Rückstoßschaden, dass man davon zurückgestoßen wird. Oh mein fucking Gott, wie viele Mucken sind da noch? Ich brauche dieses Leben. Das ist das Letzte, was ich in diesem Leben tue. Nein, ich hätte es mir holen können. Das war ein Dumm. Oh mein fucking Gott. Ja, wenn man diesen Rückstoßschaden bekommt, das heißt, man berührt einen Gegner und man wird quasi 10 Meter zurückgeworfen. So, jetzt aber. Geht doch. Oh mein Gott. Heute sehen wir Diablo damit zu, wie er mal wieder in einem Videospiel scheitert, weil er einfach scheiße darin ist. Warum ist denn diese Mucke schon wieder da? Willst du mich eigentlich verarschen? Fuck you. Nein, ich brauch die Knochen. Yes. What the fuck? Wie hoch das einkatapultiert, ist ja bösartig. Okay. Ah, okay. Da sind solche Landminen an der Seite. Okay, nice. Oh, ich hätte da gleich den nächsten nehmen können. Aber das sollte auch... Wow, liebes Spiel. Nicht mit mir. Halt, stopp. Ja. Jetzt rede ich. Oh, da oben. Flugfrettchen. Flugfrettchen, so viele. Was zum Fick? Piss euch, ihr Flugfrettchen. Ist es dein Ernst? Ist es dein verfickter Ernst? Wahrscheinlich ja, aber was ist das denn jetzt? Können die ein bisschen weiter mittig kommen? Nein, nein, das wäre zu viel des Guten. Das kann mir das Spiel nicht gönnen. Der sieht ein bisschen mittig aus, schön. Wenn ich jetzt einmal runterfalle, muss ich das Ganze nochmal machen. Nee, warte mal. Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Och, ich muss aufpassen, falls da nicht noch einer kommt. Was ist denn das? Da oben fliegt doch schon wieder was. Nee, ich dachte schon. Was ist das denn für ein bösartiges Level? Komm, erstmal die. Ja, okay. Okay, in aller Ruhe. Okay, wisst ihr was? Nur sicherheitshalber. Ist nicht so, als würde ich darauf zugreifen, wenn ich jetzt verrecken sollte, oder? Ah, jetzt ist mir mein Finger doch glatt ausgerutscht und, jetzt habe ich... Ich habe die seltene Krankheit, dass wenn mir mein Finger ausrutscht, ich danach nicht das Ganze nochmal quasi rückgängig machen kann, indem ich mich jetzt einfach in den Tod stürze und es quasi legitim weiterspiele. Das wäre... ja, sorry, ne? Okay, mal auf einer ganz ernsten Note. Safe States. Safe States, meiner ehrlichen Meinung nach, sind ein Zeitersparnis. Der guten Art und Weise. Natürlich kann man die auch wirklich hart abusen, indem man an jeder kleinen Stelle speichert. Aber wenn ich das Spiel zum Beispiel sehe, das ist kein leichtes Spiel. Es ist nicht schwer, aber es ist auch nicht leicht. Es hat eine gute Schwierigkeit. Und die Schwierigkeit wird höher mit den späteren Leveln, weil das hier ist jetzt schon irgendwie ziemlich behindert. Was ist denn das hier, bitteschön?
Und wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle spät im Spiel sterbe, oh shit, wow, dann müsste ich das Ganze nochmal vom Mittelpunkt machen oder von vorne. Wenn ich jetzt natürlich nach jeder Kleinigkeit Save State, so wie ich es gerade gemacht habe, das ist schon wieder nicht. Oh, da oben ist noch einiges. Das ist dann schon wieder grenzwertig, meiner Meinung nach. Ja, aber es kann halt sowas passieren und das würde einfach wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen, es wieder zu machen. Von daher, ich möchte Safe Staten wirklich in Grenzen halten. Ich meine, ich müsste hier nicht diese Diamanten sammeln, das ist eigentlich. Ja, gut, scheiß drauf. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weil ich drücke mich gerade wie der letzte Hurensohn aus. So. 80%, sieht doch ganz gut aus. Diamanten wollen sie eh nicht essen. Das ist nur für die Onga Bonga Braut. Mit den dicken Trommeln. Stage Elf. Elf. 11. Eins und einzig. 10. Nee, warte mal. Wie war das? Keine Ahnung. In der nächsten Folge. Ciao, bis dahin.